Hallo meine Freunde der Sonne, da ist immer wieder und ich hoffe, ihr hattet einen schönen Wochenstart. Heute gucken wir uns YouTube-Kacke Peppa Woods auf der Kirmes an. Grüße gehen raus. Ja, Name hast du nie mit hingeschrieben, deshalb sage ich deinen Namen nicht, mache ich nie. Nee, sowas mache ich. Nein. Ja, wenn ihr es wollt, dass ich den Namen mit sage, einfach mit in die Nachricht mit reinschreiben, dann weiß ich Bescheid und dann kann ich euch auch namentlich erwähnen. Es geht hier um Datenschutz. Also gucken wir mal das Video an. Sehr wichtig. Dreh mal den Sound auf, Digga. Geil. Was hat Üblichkeit? Was ist das denn? Was ist das denn? Geh niemand auf und rein in die Malga. Hurra! Das war abgelaufen. Lecker. Lecker. Papa, weißt du noch, welches dein erstes Wort war? Wer musste eigentlich schon mal damals ein Kind Babybrei geben? Habe ich damals auch einmal gemacht. Bei meiner kleinen Schwester. Und auf den Kindersitz oder Babysitz war halt die ganze Fläche voll. Ich habe das nie hinbekommen, dass das scheiß Ding, also der scheiß Löffel und das scheiß Essen mal drin geblieben ist. So war das übrigens auch immer, Grüße gehen raus, wo ich damals in Altenheim gearbeitet habe. Und wir mussten ein paar Leuten auch das Essen reichen. Und da war eine Dame, die hatte extreme Probleme beim Schlucken, beim Kauen. Und da ist immer das Essen, ich habe dann immer gesagt, nee, das kann ich nicht machen, muss ich nochmal Essen holen, weil die Hälfte war draußen. Ich hab so ein Tuch drunter gelegt, war alles auf dem Tuch. Da bin ich der Beste überhaupt. Ah, nein, sag ich dir auch nicht. Gar nicht übel, dieser Buggy. Ja, doch, 5 Gänge Schmutzfett ABS sind Standard. Alter. Peppert wurde, ja mal richtig krass vom Kinderwagen weggescheppert. Lol, wer baut sowas überhaupt? Alexander freut sich, wenn du sprichst, Peppa. Ja. Ich bin nämlich auch sehr interessant. Peppa und ihre Freunde. Sie bei mir, wenn ich sage, ich bin sehr interessant, fangen erstmal alle an zu lachen. Guter Witz und nicht so, es war gar kein Witz. Und die gehen immer alle so. Oder das Beste ist immer, wenn man in einer Gruppe, also auf Arbeit und sowas, und man sagt, ey, ich habe jetzt gerade was übelst Interessantes zu sagen. Und die alle so, gehen wir ruhig wieder an die Arbeit. Freunde sind heute bei dem ernst genommen. Kommt, wir spielen Verstecken. Klausi und Molly verstecken sich hinter einem kleinen Baum. Zoe, Pedro und Luisa verstecken sich hinter einem Zaun, der da einfach so herumsteht. Sehen. Alles muss versteckt sein. Ich komme. Mama. Wow. Peppa kann niemanden finden. Vor allen Dingen mit dem Nirgendwo einfach mal so einen Zaun hingestellt. Einfach mal so. Ah, schön. Das ist die DDR-Mauer. Gibt's doch überhaupt nicht. Freddy Fuchs kommt zum Spielen vorbei. Nicht. Was ist die Schmutzi? 1, 2. Alles auf der Welt riecht ganz unterschiedlich. Wonach rieche ich denn? Du riechst Haram. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, ne? Ich hab, wir haben damals auch immer auf dem Schulhof Verstecken gespielt, weil wir hatten auf dem Schulhof ein Stückchen Wald, dann Fluss, also übelst viele Bäume, Büsche, Wald, Fluss und noch einen gigantischen Schulhof. Das war ja eine übelst große Gesamtschule. Allein schon bei uns in der Realschule gab es die Klasse 5.1 bis 5.12. Ja, und das in der Hauptschule hatten wir Kindergarten dann weiter links und Hauptschule, dann hatten wir Gymnasium, Förderschule und, ne? Also ich glaube, wir waren irgendwie 3.000, 4.000 Schüler. Und da habe ich damals auch noch mit meinen Kollegen immer so Verstecken gespielt. Und sobald ich dran war mit Suchen, ich habe nie einen gefunden. Ich hatte immer, das Geile war, es hat dann so geklingelt, dass wir reingehen mussten, bin ich einfach reingegangen. Da kamen so 3, 4 Leute zu spät. Das war halt so geil. Ich hatte dann absolut keinen Bock mehr zu suchen. Ich bin dann einfach beim Klingeln, bin ich dann einfach in die Klasse gegangen. Und dann kamen so wirklich so 3 Leute, kamen dann so 10 Minuten zu spät, weil die sich immer noch versteckt haben. War cool, war sehr lustig.
Da hatte ich irgendwie nie Bock drauf. Ich wollte immer nur mich verstecken. Wonach rieche ich? Mem, und wie rieche ich denn? Petro, du stinkst. Oh, was ist denn dein Lieblingsgeruch? Und was ist das Schlimmste, was du je gerochen hast? Petro, du! Die Suppe ist lell! Wer kann das sein? Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Rindfleischetikettierungsübertragungsgesetz. Ja, wer kennt das nicht? Ne? Rutsche! Schorsch möchte auf den Ringelkringel. Ja gut, dann bis späbsch. Dann bis späbsch. Spaziert, fangt das Entchen und gewinnt. Mama, können wir auch, Mom? Na gut. Oh, es ist schon ein bisschen hoch hier. Ich nehme lieber die Treppe. Da geht's nach unten, Papa. Ach so, wirklich? Oh, also ist gut. Schießt auf die Scheibe und gewinnt nichts. Das schaffst du doch locker, Mama. Sie gewinnen nicht. Frauen haben dabei keine Chance. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Scheiße. Oh, ist das... Das ist geiler trockener Humor. Keine große Soße, aber man braucht Kraft. Ich bin stark. Natürlich. Alle Mann zurück. Natürlich. Jetzt kommt's. Was für ein Spaß. Kompressor. Heute hat keiner Bock auf das Sportfest. Alle müssen so schnell. Oh, ey, wer hatte bei euch damals immer Bock auf Sportfest? Ich habe immer meine Sportklamotten vergessen. Ich war übrigens nicht der Einzige. Bei uns hat irgendwie gefühlt gar keine Sportsachen dabei. Und irgendwann hat der Lehrer, ich glaube nach dem 5. Mal, es war dann in der 10. Klasse, hat der Lehrer keinen Bock mehr. Der hat dann alle nach Hause geschickt, die kein Sportzeug dabei hatten. Und wir mussten alle unser Sportzeug von zu Hause holen und mussten dann eine Stunde oder zwei Stunden länger machen. Wir mussten dann abbauen und sonst was, ey. Ich hatte nie Bock auf den Scheiß. Schnell rennen, wie sie können. Ich glaube, ich gewinne. Ich bin nämlich sehr schnell. Nee. Als erstes laufen die Mamas und Papas. Dann übergeben sie sich... Auf die Plätze, fertig, los! Und wenn ich los sage... Alle ziehen so fest, dass die Folge schon zu Ende ist. In der Spielgruppe sind heute alle draußen. Guckt euch mal Peppa an. Die fliegt jetzt richtig hin. Aua, mein Knie! Was ist mit dir, Peppa? Ich weiß nicht, wieso ich bei sowas immer lernen muss. Letzte Woche hat sich ein Kollege bei uns verletzt, der hat sich am Tisch eingehauen. Hieß die Tür und direkt rechts an der Tür haben wir so einen breiten Tisch. Und da ist jeder von uns schon gegengelaufen. Und letztes Mal so unser Kollege und der so, ich war nur am Feiern. Ich war der Einzige und die anderen so, geht's wieder? Ja, alles gut. Und ich konnte halt nicht mehr, ich musste die ganze Zeit so, keine Ahnung, mich übel zurückhalten. Ah, schön, der hat es hier schön am Bauch, so hoch ist der Tisch, schön hier unten jetzt am Bauch. Der ist mit voller Wucht gegengelaufen und das Ding ist unten verschraubt. Und der hat komplett hier am Bauch so einen blauen Fleck. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Der hat auch, wo der reingelaufen ist, hat er auf sein Handy auch geguckt. Und der ist halt mit voller Wucht dagegen gelaufen. Siehst schön. Du das nicht? Madame Gazette, Peppa ist aufs Knie gefallen. Dein Knie ist nur aufgeschürft, Peppa. Madame Gazelle macht zuerst WD-40 auf Peppas Knie und dann klebt sie ein Pflaster drauf. Und ist es jetzt besser? Ja. Der Aufzug steckt wieder fest. Ich hab mir das Bein gebrochen. Boah! Der Gipsverband besteht aus Gips. Lol. Und ich male einen Fußball. Und ich eine Matschepfütze. Das sieht aus wie Durchfallen. Lol. Jetzt darfst du auch auf mein Pflaster malen. Mich juckt es gar nicht. Stunks. Hallo zusammen. Voll kein Bock auf den. Ich spiele jetzt Blockflöte.
das habe ich gerade so gemerkt, ne? Ungefähr hier, dass mein Kreislauf durchs Lachen gerade eben so abgesackt ist. Ey, deshalb muss ich gerade, muss noch mal ganz kurz eine trinken. Oh, hui. Das war wieder ein übelst geiles Video, ey. Scheiße. Oh. Ja, da hat mein Kreislauf mal kurz gesagt hier. Ein bisschen Sauerstoff ja, nebenbei beim Lachen auch mal gut. Oh, ich hoffe, es hat euch, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr mehr sehen wollt, schickt mir doch bitte die ganzen Vorschläge auf Instagram oder auf Twitter. Würde mich mega freuen. Und wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ im nächsten Video. Und ich muss jetzt gucken, dass ich mein Kreislauf... Ey, das krabbelt überall gerade. Ne? Das ist mir gerade so, wo ich die Geschichte mit meinen Kollegen erzählt habe. Und das ist gerade so... Keine Ahnung. Kennt ihr das, wenn ihr so übelst lange lacht, übelst oft lacht, dass ihr irgendwann irgendwie... Na gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.